Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. David, wir sind auf Neon und sind gewaltsam bei Genedine eingedrungen. Müsste Genedine sein. Hier für diesen Verteilernetzwerk, da sind wir halt eingedrungen bei Genedine für das Verteilernetz Daten. Wir brauchen nämlich den Energiekern, damit wir unser Schiff ausbauen können, um dann Kriegs Vermächtnis sozusagen zu bekommen. Genau. Jetzt sollen wir diesen Branson Bayou finden. Ist ja der Wissenschaftler hier, der Nichtskönner, der null Ahnung von irgendwas hat. Wir sind ziemlich vollgepackt. Was? Ach da, du schießt nach da oben. Oh. Weißt du gerade schon den Dach, worauf schießt du denn? Ja, und wir töten Zivilisten. Könnte man sagen. Techniker. Unschuldige. Also. Muss man. Ist leider Gottes so. Aber sie geben auch XP. Deswegen finde ich das gar nicht so verwerflich. Frag mich gerade, wo die hier hin sind. Oder gibt der... Nee, der gab keine XP. Nee, die geben doch keine XP. Okay. Crazy. Aber es sind dann zumindest, wie sagt man, keine Zeugen da. Ohne Zeugen keine Anklage, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Zumindest so mein juristisches Verständnis. Wenn mich keiner anklagen kann, weil niemand weiß, dass ich es war. Ich bin hier raus. Aha. Bist du das? Anscheinend schon. Okay. Die Dinger kann man auch abschießen. Comstation. Ah, okay. Interessant. Wir wären hier, wenn ich das richtig sehe, auch leise durchgekommen. Es gibt hier die verschiedensten, aber man hat uns gleich am Anfang entdeckt. Daher... Oh. Ich bin... immer noch unsicher. Beschaffe den Verschlüsselungs von... Okay. Würde ich ja gerne mitnehmen. Aber wir haben gerade keinen Platz dafür. Hallo. Ist das hier? All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ja, ja, ja. Aha. Was ist, wenn wir den umnieten? Fragt mich gerade. Entschlüsselung, gute Achtung, Verschlüsselungscode. Bitte ein Verschlüsselungsmodul vom Chefingenieur einholen. Aha. Abgeschlossen. Das ist wieder von Post. Techniker. Techniker. Notausgang, okay. Redet! Aufhören. Nicht schießen! Aha. Wenn du den Verschlüsselungscode willst, kannst du ihn haben. Es gibt keinen Anlass für Gewalt. Nicht? Es muss einen Haken geben. Nein, kein Haken. Ich will dich nicht reinlegen. Wenn du den Code willst, gehört er dir. Im Moment würde ich alles tun, um mich an meinen Bruder zu rächen. Und er hat sich alles selbst zuzuschreiben. Aha. Wer ist dein Bruder? Du machst Witze, oder? Mein Bruder ist Benjamin Bayou, der einzig wahre. Er ist Neons Verwalter und der Grund, warum ich so verdammt unglücklich bin. Aha. Ich bin mir sicher, du hast gute Gründe, deinen Bruder zu hassen. Sei nicht so gönnerhaft. Ich bin wirklich kein Musterknabe.
Aber wenigstens versuche ich nicht ständig alle übers Ohr zu hauen. Ich habe mein ganzes Leben lang in Bens Schatten gelebt. Für ihn läuft immer alles gut. Während ich von einem Job zum nächsten springe und mich kaum über Wasser halten kann. Die ganze Zeit über lacht er mich hinterrücks aus. Er macht sich gerne über seinen dummen Bruder lustig. Als würde ich das nicht irgendwann herausfinden. Tyrannen wie dein Bruder stürzen irgendwann. Das ist unvermeidlich. Vielleicht solltest du einfach etwas abwarten. Mir den Code zu geben, ist eine gute Möglichkeit, es deinem Bruder heimzuzahlen. Ja, das wäre schön. Wohl wahr. Man kann Benjamin Bayou nur über sein Bankkonto wirklich schaden. Weißt du was? Ich habe es satt, herumgeschubst zu werden. Jetzt übernehme ich mal die Kontrolle. Der Schlüssel für mein Terminal lautet GEN-41A18. Damit solltest du an den Code kommen und an alles andere, was du brauchst. Okay. Ich verschwinde von hier, solange ich noch kann. Wenn du fertig bist, solltest du dasselbe tun. Okay. Danke nochmal. Mehr will ich gar nicht wissen. Hat euch geholfen. Mehr interessiert mich nicht. Und jetzt? Warte mal, haben wir aus Versehen die Quest abgewählt? Ja, tatsächlich. Wir haben tatsächlich die Quest aus Versehen abgewählt. So. Okay. So, das bedeutet, wir können jetzt abhauen. Die Waffe ist, glaube ich, eingesteckt. Lobby. Hoffe ich doch mal, Lobby. Die Lounge? Ja, wir sollen ja direkt in die Lounge gehen, ne? Ich würde ja gerne erstmal Sachen... Warum? Sollte man sowas anziehen und feiern? Ja gut, andere Zeiten, ne? Andere Sachen, die einem gefallen. Dieses Aurora-Zeug. Ja. Diese die ganzen Junkies hier, war heftig. Ups. Ah, da bist du ja. Was hat dich aufgehalten? Es gibt viel zu besprechen. Es ist offensichtlich, dass du hier bist, um jemanden zu treffen. Zum Glück wurde dieser VIP-Raum unter falschem Namen gemietet. Ich nehme an, dass dieselbe Person dir den cleveren kleinen Virus geliefert hat, den du in Genadines System installiert hast. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh, ich glaube aber doch. Bitte beleidige nicht meine Intelligenz. Weißt du, Ehre wem Ehre gebührt. Dieser Virus ist ziemlich beeindruckend. Ihn zu entfernen, wird mich zehntausende Credits kosten. Ich werde die Fähigkeiten der Crimson Fleet nie wieder als selbstverständlich ansehen. Wenn du okay, das könnten wir... ich entferne ihn für die Hälfte dieses Betrags. Was kümmert es dich? Ein Deal mit der Fleet ist billiger, als für die Entfernung des Virus zu bezahlen. Wahrscheinlich. Aber willst du wissen, warum das nicht passieren wird? Weil ich nicht mit Piraten verhandle. Sie wissen nicht, was Verpflichtungen und Verträge sind. Oder wie man einen raffinierten Deal abschließt. Ja, aber Leute bescheißen, ne? Für deinesgleichen gibt es nur rohe Gewalt. Okay. Erst schießt ihr, dann nehmt ihr euch, was ihr wollt und stellt später Fragen. So mache ich keine Geschäfte. Deine Methoden sind nicht anders als unsere. Es mag so aussehen, aber für jeden Konkurrenten, den ich ins Meer geworfen habe, habe ich zweimal so viele legale Geschäfte gemacht. Ja, ich und? Wollte hier nicht debattieren, sondern ein Angebot machen. Du musst mir nur sagen, wer von dem Virus profitiert, den du hochgeladen hast. Im Gegenzug lasse ich dich diese Stadt lebend verlassen. Du machst mir Gänsehaut, Bayou. Es war Bryson Bayou. Bryson? Interessant. Und ich dachte, mein lieber Bruder sei einfach ein Feigling. Vielleicht habe ich Bryson unterschätzt. Egal.
Um den kümmere ich mich schon noch. Ich würde dich ja um Mitgefühl für Brayson bitten. Aber das Wort kommt in deinem Vokabular nicht vor, oder? Ich nehme an, unsere kleine Vereinbarung ist damit beendet und du verlässt unsere schöne Stadt. Oh, wenn du zum Schlüssel zurückkehrst, richte Neva und Delgado meine besten Grüße aus. Das finde ich jetzt ein... Okay. Also, wir wollen auch noch verkaufen. Wir haben ja Sachen dabei. Vielleicht... Also, sie scheint ja woanders jetzt zu sein, ne? Aber ich glaube, das war hier auch die Hauptverkaufsecke. Da ist die Gelbank. Müssen wir mal gucken. Wo konnten wir hier Sachen verkaufen? Mir war so, als wenn die Geschäfte... Hier müsste eins sein. Und hier ist das Waffen... Das war, glaube ich, das Waffengeschäft. Core Kinetics. Du willst es jemandem zeigen, was? Ich will verkaufen. Besonders will ich verkaufen. Ja. Okay. Oh. Ja gut, aber werden wir auch verkaufen. Die haben aber viele verschiedene Waffen gehabt, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Das ist eine neue. Okay. Oh. Du hast gar kein... Wir haben schon Waffen im Wert von 12.000 verkauft? Das ist ein Witz, oder? Haben wir noch irgendwas anderes? Hier kriegst du eine Granate von uns. Okay. Wir haben Waffen im Wert von 12.000 bei ihm verkauft. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Wo war der andere hier nebenan, oder? Ah, hier, Trade. Wenn es zu heiß für dich. Lande. Ja, gute Idee. Wir wollen verkaufen. Und zwar wollen wir, ja, die sind 7 Kilo schwer gewesen, die drei Anzüge. Wir haben noch Haufen Helme. So, und wir haben bestimmt auch noch ein paar Rucksäcke. Eclipse. Nee, kann man auch verkaufen. Kleidung. Die können wir dann auch verkaufen. UC wird verkauft, Arbeiter. Weil das sind auch, hier überlegt mal, sind auch jeweils 1,3 Kilo so in der Richtung. Oder eben sogar ein bisschen mehr. Das macht richtig viel aus, ne? Wie wir sehen. Wir können sogar hier noch Waffen verkaufen, wie dich. Und dich. Wo ist da die Masse? Okay, die ist nicht, die sind nicht schwer gewesen, aber überleg, ob wir den Disruptor noch... Ja, komm, weg damit. Wir haben einen. Das sollte reichen. So, dann sind wir auf 100, weil wir haben sehr viele Ressourcen. Blei brauchen wir nicht. Blei können wir wirklich wegmachen. Gewürze sind gut. Toxin. Ja, da brauchen wir so viel, brauchen wir nicht. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Okay, den Rest würde ich erstmal lassen. Dann haben wir wieder... Okay, Zisch ab. Hab zu tun. Okay. So, ich glaube, wir müssen sie noch suchen, ne? Ich hoffe, sie hat den gleichen Verdacht gehabt, als sie die Wache gesehen hat. Nicht, dass sie da war und... Naja. Vom Rand der oberen Plattform solltest du dich lieber fernhalten. Ist ein langer Weg nach unten. Die Strikers sind oben. Wir sollten uns also lieber benehmen. Was gibt's? Ist jetzt eine gute Frage, wartet jetzt hier. Möchtest du einen Velocity probieren?
Aha. Warum hockst du hier und ich musste, ne? Madame. Gut, dass du wieder da bist. Tut mir leid wegen der Benjamin Bayou-Sache in der Astral Lounge, aber es ging nicht anders. Die Dreistigkeit dieses selbstgefälligen Mistkerls sucht ihresgleichen. Unfassbar. Mhm. Er macht mir keine Angst. Es macht dir keine Sorgen, dass er den Virus entdeckt und so schnell rausgefunden hat, wo wir uns treffen? Ist sicher schön, so naiv zu sein. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe, was ich brauche, aber es tut mir leid, dass du es nicht bekommen hast. Ja, ich bin zu diesem Zeitpunkt so gut wie erledigt. Seit Bayou den Virus markiert hat, kann ich keinen Zugriff auf das System riskieren. Meine ganze Arbeit, um Janet einzuknacken, ist weg. Mhm. Jetzt sitze ich in der Patsche. Die Vorarbeit für diesen Job hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und ich kann nicht alles zurückzahlen. Zurück auf dem Schlüssel lege ich vielleicht ein Wort für bei Delgado für dich ein. Das ist ziemlich cool von dir, aber ich weiß, was er sagen wird. Tut mir leid, Estelle, das war dein Plan. Du stehst allein da. Glaub mir, er wird keine große Hilfe sein. Okay. Ich hatte gehofft, du würdest verstehen, was ich fragen wollte. Aber was soll's. Ich werde einfach fragen. Kannst du mir etwas von dem Geld abgeben, das du bei diesem Job verdienst? Ich meine, ich habe dich ja reingebracht und dir praktisch die Netzdaten verschafft. Sie hat recht, weißt du. Ohne ihre Hilfe hättest du nie den Weg zu Jennadyne gefunden. Mhm. Ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Aufeinander aufzupassen macht die Fleet stärker, weißt du. Wie viel bist du bereit abzugeben? Das ist perfekt. Das wird bestimmt helfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 4000 haben wir jetzt zahlt. Na gut, ich denke, wir sind hier fertig. Sag Delgado, falls er mich jemals brauchen sollte, bin ich immer noch für ihn da. Und hey, du wirst von mir keinen Neuling mehr hören. Was mich betrifft, bist du jetzt einer von uns. Das Herzblut der Fleet. Sollte jemand das anders sehen, schick die Person auf ein Wort zu mir. Okay. Was hast du nicht als nächstes vor, Estelle? Ich hörte, auf dem Schlüssel spitzte sich zu. Also fliege ich vielleicht mit meinem Vogel hin, um mir das anzusehen. Gerüchten zufolge hat Delgado ein paar handfeste Informationen über Cricks Vermächtnis, von dem er seit ein paar Jahren erzählt. Wenn daran auch nur ein Funken Wahrheit ist, will ich dabei sein, wenn Shinya Foss die Beute aufteilt. Wenn du verstehst, was ich meine. Warum Shinya Foss? Hat Benjamin Bayou deine Pläne, den Virus zu benutzen, komplett durchkreuzt? Durchkreuzt? Nein. Ich hatte gehofft, er bliebe langfristig in Janadines Mainframe, aber immerhin hat er mich schon mit einer riesigen Datenmenge versorgt. Nix weiß wirklich, was er tut, obwohl er mir etwa 6 Monatsgehälter in Rechnung gestellt hat. Mit etwas Glück habe ich meine Kosten im Nu wieder drin. Mhm. Glaubst du, dass Creeks Vermächtnis wirklich existiert? Ach, woher wusste ich nur, dass du mich das fragen würdest? Naja, ehrlich gesagt, warum nicht? Ist es egal, ob ich an die Existenz von Creeks Vermächtnis glaube oder nicht. Wichtig okay. ist, dass ich an Delgado glaube. Wenn der Mann glaubt, dass uns die Jagd nach Schatten reich macht, wer bin ich dann, mir ein Urteil anzumaßen, oder? Also, ich springe nicht für ihn von einer Klippe oder so, aber hey, wenn er noch ein Schiff an seiner Seite braucht, bekommt er es. Das hört sich doch vernünftig an. Pass einfach auf dich auf. Benny wird nicht gerade begeistert sein, dass du mit seinem Bruder gesprochen hast. Ja gut, sein Bruder ist... Was darf's denn diesmal sein? Nicht. Dein Bruder ist ja hinüber. So. Theoretisch müssen wir irgendwie mal zu unserem Stützpunkt unsere ganzen Ressourcen abgeben. Was sagt denn jetzt L? Wir sollen zurückkehren zum Schlüssel zurück. Okay. Das bedeutet, wir können noch den Kurs eigentlich von hier festlegen, oder? Sag ich ja. So. Wer hat denn meine Raketen aktiviert? Also wirklich. Hallo? Andocken. Okay, jetzt haben wir also sprich die Infos für dieses Elektrizitätsproblem anscheinend. Eigentlich ist es ja nicht mal ein Elektrizitätsproblem, sondern... hallo, Neval. Ich
hab nichts gemacht. Hier ist die Hölle los, Neuling. Delgado braucht dich schnellstmöglich mit Jazz in der Reparaturhalle. Hat jemand eine Kartoffel zu lange in der Mikrowelle gekocht? Oh, das ist urkomisch. Du bist ein echter Komiker, weißt du das? Und nun ab in die Reparaturwerkstatt. Los! Entschuldigung. Gehen ja schon. Brauchst du was? Nee, Delgado braucht was. Aber was? Keine Ahnung. Quack, quack. Aha. Chip-Service. Du bist sicher, dass die Abwehrbatterien einsatzbereit sein werden? Nein, ich bin nicht sicher. Sie sind in wirklich schlechtem Zustand, der... Ich bewahre diese Station mit Klebeband und Spucke vor dem Auseinanderfallen und du willst, dass ich ein Kaninchen aus dem Hut zaubere? Ich will keine Ausreden hören. Ich will hören, dass das Problem behoben wird. Punkt. Erledige es. Ist ja gut, bin schon dabei. Würdest du vielleicht aufhören, hier rumzustehen und die Daten des Verteilernetzes übergeben? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Es war nicht einfach, da ranzukommen, weißt du? Was hat es mit Abwehrbatterien auf sich? Nichts, was dir Sorgen machen müsste. Bleib in deiner Spur und lass Jazz ihren Job machen. Hast du nun das, weshalb wir dich nach Neon geschickt haben, oder nicht? Hier sind sie. Perfekt, nehme ich. Verlässlich wie immer. Anders als gewisse Leute, die wir kennen. Oh, das ist wirklich witzig. Also gut, hör gut zu, denn ich will das nicht zweimal sagen. Wie wir hören, versammelt die UC Systev sich irgendwo in der Nähe für einen Angriff auf den Schlüssel. Wir bereiten uns auf ihre Ankunft vor. Bitte flieg direkt nach Bannock 4 und bring Cricks Vermächtnis heim. Sag mir genau, was ich für dich tun soll. Jazz, leg los. Also gut. Als erstes werde ich die Daten, die du von Jennadine gestohlen hast, in die Datenbanken des Schlüssels hochladen. Mhm. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, ich. Und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Wenn wir schon dabei sind, sollen wir gleich deine Einkäufe für dich erledigen? Sobald dein Schiff bereit ist, springst du zu Bannock 4, gehst an Bord der Legacy und bringst uns das Geld. Da muss es einen Haken geben. Natürlich gibt es einen Haken. Dachtest du etwa, das wäre einfach? An Bord der Legacy musst du nach 2 Transfermodulen Ausschau halten. Das sind spezielle Schlüssel für den Zugang zum Tresorraum des Schiffs. Wenn du das Kontrollzentrum gefunden hast, schließ den Datenkern an, den ich dir gebe, und lade alles runter, was sie haben. Und bevor du auf die Schnapsidee kommst, mit dem Geld abzuhauen, die Währung wird stark verschlüsselt sein. Nur ein Genie wie Shinya wird diese Verschlüsselung knacken können, also bring es sofort hierher zurück. Natürlich bringe ich es hierher, ich bin ja kein Verräter. Machst du Witze? Hier ist jeder ein Verräter. Hör zu, ich werde es dir ganz einfach machen. Landet das Geld irgendwo anders als auf dem Schlüssel, spüre ich dich auf und reiße es dir aus den toten Händen. Und jetzt los. Okay. Was bereitet dir an dem bevorstehenden Angriff die größte Sorge? Setzt die UC Systev die Vigilance ein, wäre das die härteste Nuss. Dieser Commander Ikande hat ein tolles Schiff, moderne Schildtechnologie, vollgestopft mit Waffen. Ich würde es zu gerne brennen sehen. Wenn wir eine Chance haben wollen, brauchen wir diese Abwehrbatterien und Cricks Vermächtnis. Mhm. Wer sind diese Captains, die du ständig erwähnst? Einige von ihnen hast du schon kennengelernt. Mathis Castillo, Yevgeny Rokov, Juan Dayu, Estelle Vincent und Adler Camp. Sie mögen auf dich wie Unabhängige wirken, aber jeder von ihnen hat einen Anteil an der Crimson Fleet. Und jeder von ihnen will einen Teil des Reichtums. Okay. Ich schicke eine Nachricht an alle fähigen Captains, dass sie gebraucht werden. Wir werden sehen, wie viele dem Ruf folgen. Mhm. Schenkt hinter Griggs Vermächtnis mehr als nur Geld. Die Crimson Fleet ist eigentlich keine Flotte. Sie ist ein Ideal. Ein von Cricks aufgestelltes Prinzip, damit die Piraten keinen Kleinkrieg um Abfälle führen. Mhm. Im Laufe der Zeit ging dieser Gedanke verloren. Die Captains haben der Fleet den Rücken gekehrt, arbeiten nebenher und bringen sich gegenseitig um.
Cricks Vermächtnis zur Fleet zurückzubringen würde all das unterstreichen, woran Jasper Cricks glaubte. Und ich bin sicher, dass es uns wieder vereinen würde. Mhm. All das zusätzliche Geld zur Verfügung zu haben, würde uns natürlich auch nicht schaden. Aber du weißt schon, was ich meine. Alles klar. Ohne Cricks Vermächtnis brauchst du nicht wiederzukommen. Ja. Halt, wir müssen mit dir noch labern. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Wie hilft mir das Com-Spike-Modul, die Legacy, zu finden? Der Com-Spike verfolgt und entschlüsselt verschlüsselte Signale. Solange du eine Transponder-ID hast, kannst du so ziemlich alles verfolgen. Oh, okay. In der Datei aus dem Gerbank-Archiv war der Transponder-Code der Legacy, den ich in dein Navigationssystem einprogrammieren werde. Okay. Du musst nur in die Nähe von Bannock 4 kommen und der Com-Spike zeigt dir automatisch das Ziel an. Nettes Spielzeug, was? Wie hilft mir das Verteilernetzmodul, die Legacy zu finden? Du weißt ja bereits, dass das Verteilernetz ziemlich raffiniert ist. Es absorbiert extreme Spannungen und wandelt sie in nutzbare Energie für Neon um. Die Version für dein Schiff kann immer noch eingehende elektrische Energie absorbieren. Zum Beispiel das EM-Feld um Bannock 4. Aber sie kann die Energie nicht speichern. Stattdessen zerstreut sie die EM harmlos von der Hülle weg. Und verhindert, dass dir alle Stromkreise an Bord durchbrennen. Und hört sich gut an. Als netter Nebeneffekt wird dein Schiff etwas widerstandsfähiger gegen EM-Waffen und seine Schildregeneration wird erhöht. Das hört sich gut an. Was kannst du mir über die Abwehrbatterien des Schlüssels sagen? Es gibt drei Abwehrbatterien, hochleistungsfähige militärische Weltraumgeschütztürme, die im Dreieck um den Schlüssel angeordnet sind. Sie waren Teil der ursprünglichen Abwehrmaßnahmen der UC für die Station. Ziemlich effektiv. Sie können feindlichen Raumschiffen großen Schaden zufügen. Gut ist, dass die Batterien ein unglaublich breites Feld abdecken, sodass sie Schiffe, die den Schlüssel erreichen wollen, von jedem Vektor aus abfangen können. Mhm. Schlecht ist, dass die Technik 100 Jahre alt ist. Sie gehen ständig kaputt und es ist verdammt teuer, sie in Betrieb zu halten. Okay. Hilfst du mir bei meinem Schiff? Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Ich würde gerne mein Schiff sehen und modifizieren. Geht klar. Ich mach das noch fertig, dann legen wir los. So, wir sollen jetzt ja hier das installieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wir waren natürlich jetzt schon eine Weile nicht mehr dabei, irgendeine Installation durchzuführen. Aber anbringen, bearbeiten, nee. Hier. Ich würde ja gerne einen größeren Schiffsgenerator haben, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, wo ist denn unser Schildgenerator eigentlich? Er ist der teuerste. Ne, eigentlich würde ich ja erstmal, wenn dann einen Reaktor, einen besseren haben, ne? Können wir irgendwie unser Schiff drehen? Wie war denn das? Ah, okay. So, und wo ist jetzt unser Reaktor? Das frage ich mich gerade die ganze Zeit. Das ist... Ah, der Reaktor, okay. Ein Tierreaktor 124. 124. Hä? Der wird hier ja nicht mal abgebildet, der Reaktor. Oder bin ich jetzt... Nee. Das ist der einzige Reaktor, der hier abgebildet wird? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Halt. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen. Also fass dich kurz. Der Com-Spike verfolgt... Nee, das hatten wir schon. Ja. Ich will mein Schiff modifizieren. Hilfst du mir bei meinem Schiff? Okay. So. Also, das ist unser Schiff. So, jetzt will ich den Schiffsbilder. Und jetzt
Schwenken, okay, mit der Maus. Optionen rein und raus scrollen, okay. Oh. Dann möchte ich... Nee, was ist... Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Achso, ich bin raus aus dem Schiffsbilder. Ah, G. Wir haben einen 124er Schildgenerator. Wo steht denn der? Es muss ein flacher sein. Ach halt, das sind ja Schildgeneratoren. Ich will ja gar keinen Schildgeneratoren. Ich will ja, wenn dann, einen Reaktor. Und da haben wir einen 124er. Aber das ist keiner von denen hier. Habe ich das Gefühl. Können wir jetzt mehr? Nee. Bin mir halt unsicher, ob wir jetzt mehr können. Außerdem... Suche ich ja eigentlich den Graphantrieb? Nein. Triebwerk. Ne, Getriebe, aha. Ein automatisch aktiviertes Fahrwerk. Okay, nee. Treibstoff auch nicht. Ausrüstung. Hier. Komm, Spike. Wo können wir den anbringen? Das ist eine gute Frage, ne? Darunter? Also ich sehe als einzige Möglichkeit gerade wirklich hier darunter, ne? Den Com-Spike. Das ist so die einzige Variante, die ich gerade sehe. So, sagen wir es mal so. Okay, haben wir den. Test. Alle Systeme normal. Okay. Das war schon mal gut. Schließen. Wenn wir jetzt verlassen machen, bleibt das dann? Ja. Okay, ComSpy ist installiert. Jetzt brauchen wir dieses Verteilernetz, sollen wir noch hinzufügen. Wir waren jetzt halt bei Ausrüstung. Hier, Verteilernetz. Ich gehe davon aus, das muss daneben, ne? Weil wir haben keinen anderen Platz. Das ist doch das Gleiche. Verteilernetz, Verteilernetz. Escape. Delay. Wo ist jetzt der Com-Spy hin? Hä? Com-Spy. Ah, okay, der sieht anders aus. So. Ja, gut. Dat. Ja. Annehmen. So. Beides haben wir jetzt installiert. Das sollte doch passen. Begib dich nach Bayou. Okay. Ich sag so, wie es ist. Wir begeben uns jetzt nicht nach Bayou. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Auf dein Signal fliegen wir los. Wir werden jetzt erstmal... Neuling. Ja, lass mal in Ruhe. Ich bin kein Neuling. Hallo, Neva. Irgendwann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht. Jo, passiert. Ja, wir hätten gleich ins Cockpit gekonnt. Ach, Mann. Egal, los. Wunderbar. Ah. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Ja, wie oft denn noch? War schon eine Weile unterwegs. So, abdocken. Ich will jetzt nach New Atlantis zu unserem Stützpunkt, um zum einen zu gucken. Abgeschlossen. Was wir anbauen können. Anbauen, das klingt auch komisch. Nee. Genau, und ich will zu unserem Stützpunkt. Da will ich landen. Dann können wir nämlich erstmal unsere Ressourcen wegbringen. Gucken, ob wir noch was forschen können. Wir haben ja jetzt ein bisschen was dabei. Wenn das nichts bringt, dann gucken wir mal weiter. Aber als erstes, hat unser Schiff denn noch Ressourcen an Bord? Ja, hat es. Tatsache. Kaffeepackung? Warum haben wir sonst die... Was ist das denn? What the hell? Wo kommt denn der ganze Müll hierher?
Hä? Jetzt steige ich gar nicht mehr durch. Das ist alles noch auf unserem Schiff? Der ganze Blödsinn? Okay. Ja, den gehen wir doch auch noch verkaufen in New Atlantis. Wir sollten mal gucken, ob wir hier oben vielleicht eine Verkaufsstation... Ah, stimmt. Können wir hier nicht auch eine Verkaufsstation einrichten? Müssen wir mal schauen. Ich glaube... Haben wir die nicht sogar da oben schon? Bin ich mir gerade unsicher. So, hier ist ja unsere Forschungsstation. Bitte lass uns irgendwas noch Forschi-Forschi machen. Nix. Ah, hier auch Robotertechnologie. Wir haben Schwerelustrad. Sehr schön. Und wir haben noch ein bisschen davon. Okay. Ah, schade. Mehr haben wir leider nicht dabei, was wir hier verbrauchen könnten. Das bedeutet, wir sollten... Ich will ja wieso mehr von diesen Truhen hier bauen, weil die kleiner sind. Und ich glaube, obendrauf dann 4 passen. Ja. Das schwerelos. Aufhängung. Transfer. Und zwar aus meinem Inventar. Nee. Lager. Hat auch nicht mehr wirklich... Also wir müssen mal gucken, wo wir überhaupt noch was reinpacken können. Das ist voll. Ah, hier können wir noch was reinpacken. Sehr schön. Inventar. Ressourcen. Alu nicht. Vielleicht sollten wir draußen auch erstmal gucken, was wir da alle reinpacken können. Fällt mir gerade so auf, wenn ich das hier so sehe. Wäre vielleicht doch sinnvoller. Also das mit diesem... Es ist schön, dass wir viel weglegen können. Leider Gottes ist nur das, was wir draußen haben. Hier. Nur das, was hier ist. So, was haben wir hier? Inventar. Da passt doch noch was rein. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier haben, ne? Ich weiß ja nicht mal, was ich alle dabei habe. Das ist halt das Schlimme. Fangen wir mit Gas an. Gas und Flüssigkeiten. Ist hier drin Helium? Hier ist alles andere drin, okay. Hier, guck mal, hier kann man einiges reinpacken. Perfekt. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Alle Ressourcen. So. Okay, wir haben aber, wir sind aber was losgeworden, wenn ich das richtig gesehen habe. 20% 0. Wasser. Da ist nichts drin. Was können wir hier reinpacken? Haben wir was dabei? Inventar. Ja, haben wir. Wasser. Na, Wasser können wir drüben reinpacken. Nein. So. Wasser. So, du bist leer. Du bist leer. Nickel. Kobalt. Alles möglich. Da ist auch Toxin. Ich weiß, dass ich Toxin dabei habe. Oh. Das Ding ist aber voll. Ehrlich gesagt, ich gucke jetzt, ob die Dinger voll sind. Wenn nicht, schmeiße ich da jetzt überall was rein. Das ist mir jetzt fast vollkommen egal. Weil alles, was wir hier drin haben, kann nämlich automatisiert zur Forschung benutzt werden. Daher ist es doch eigentlich unsinnig, wenn ich jetzt hier Ressourcen drumherum liegen lasse, oder? Was haben wir eigentlich hier drüben drin? Radium. Ja, da passt auch noch was rein. Rein damit. Okay, mehr geht nicht gelagert. Okay, Entschuldigung. Da ist noch gar nichts drin. Voll, voll. Hier, 12%. Ist jetzt egal, ob da Kobold oder sonst was drin ist. Wenn wir Platz brauchen, bauen wir einfach was Neues, hätte ich gesagt. Genauso mit den Wurzelfasern. Die haben wir, glaube ich, nach drinnen gepackt, ne? Weil wir dachten, weil wir der Meinung waren, okay, drinnen. Aber
Bringt halt nichts. Drinnen die Sachen zu lagern, bringt nichts, wenn wir sie wegpacken können. Hier, diese ganzen Gewebesachen. Ich würde alles nehmen. Und alles, was an Ressourcen nicht dort reinpasst, würde ich halt hier lagern. Dann brauchen wir halt Kisten ohne Ende. Dann ist das so. Dazu haben wir einen Stützpunkt. Und wir können ja dann auch noch anfangen, den hochzubauen. Hier. Inventar. Mir ist auch bewusst, dass ich nicht alles hier reinpacken werde. Gehe ich zumindest davon aus derzeit. Dass er sagen wird, ja, voll. Oder? Oh, das wäre aber krass. Wenn das jetzt hier alles reingepasst hat. Und du trotzdem nur bei... Ach, ist bei 97%. So, wir haben immer noch einiges an Ressourcen dabei. Und das sind jetzt Nährstoff. Das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die wir hier nicht drin lagern können, wenn ich das richtig sehe. Na, wir haben nichts mehr. Aber da waren ja noch andere Sachen dabei. Da sollten wir vielleicht gucken, ob das Gas oder Flüssigkeiten sind. Nope. Weil da war ja auch noch so Klebstoff oder sowas dabei. Da, 14 Harze. Und da sagt mir doch mal einer, wir haben hier nichts zum Lagern. Also perfekt. Und schon wieder Platz geschaffen. So, jetzt gucken wir unser Inventar mal an. Wir haben immer noch Ressourcen, die müssen wir halt tatsächlich drinnen lagern. In den Kisten. Obwohl wir gucken könnten, wie war denn das bauen? Außenposten. Nee, wo sind unsere Kisten? Da. Ich glaube, so ein Lagerhaus. Aber dafür brauchen wir Titan. Sicheres Lager für produzierte Ware. Dann könnte man die nämlich hier oben drauf lagern. Da geht bestimmt noch was rein. Da bin ich mir sicher. Das war da die anderen Sachen. Das ist ja auch klein. Eventuell können wir noch bei der Forschung irgendwann was Großes bauen. Aber gut, lagern wir das erstmal drinnen. Warum gehst du ohne mich rein? War hier voll? Ja. Wir müssen jetzt irgendwo gucken, wo wir das noch reinstopfen können erstmal. Da haben wir noch Platz. Ne, Kaffee können wir mitnehmen. Ne, Kaffee wird verkauft. So viel steht außer Frage. Lager. Ressourcen. Hier, Kaffee. Also jetzt ernsthaft, wer braucht denn schon als Ressource Kaffee? Na, schade. Hätte der sein können, dass wir dich da noch lagern können. Da ist auch Mühplatz. Das war doch schon. Hier haben wir noch Platz. Sehr schön. So. Dann sind wir nämlich jetzt ziemlich weit runter. Frontier. Ja, haben wir halt Haufen sonstige Sachen. Aber haben wir oben nicht eine Verkaufsstelle? Ich bin mir nicht sicher. Ob wir oben nicht sogar eine Verkaufsstelle haben. Hatten wir hier nicht irgendwas hingebaut? Hier. Nee, du bist der Schiffsbilder. Wir gucken mal, ob wir... Können wir hier vielleicht... eine Verkaufsstelle hinbauen? Nee, das ist nur Aufträge. Kopfgeldbegleichung. Scanboost. Sieht nicht danach aus, ne?
sieht nicht nach so. Das sind Möbel, Roboter, Geschütze, Herstellung, Gebäude. Hm. Ne. Würde sagen, ein Tochterbetriebsschalt. Nee. Nee. Leider nicht. Dann müssen wir wirklich nach Neon. Das mache ich aber alleine. Verkauft die Sachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü!